Hallo, hallo zur zweiten Tür des Adventskalenders. Heute haben wir was sehr Schönes für Sie vorbereitet. Sie werden es nicht glauben. Es geht schon doch sehr rabiat zu. Jetzt wird der ein oder andere wahrscheinlich denken, Mensch, Weihnachtszeit, die Gefühle kochen hoch. Nächstenliebe ist so ein Ding. Nee, leider nicht. Denn im wunderschönen Südafrika, Kyalami, am Nachmittag des 2.12. spielte sich Folgendes ab. Ich habe das Gefühl, dass dieser junge Mann, Mensch, der das eingereicht hat, an den Weihnachtsjutke, sich nicht wirklich im Klaren darüber war, was er uns denn nun wirklich zeigen wollte. Es geht ja nun hin und her und kreuz und quer. Es ist doch irgendwie kein Ton da. Ich mach das mal für Sie. Okay, der Ton hat einen Sprung. Ich hätte Vertonungsingenieur werden sollen. Nun, meine Damen und Herren, mich erreichte folgender Text. Lieber Weihnachtsjutke, ich war heute auf dem Weg nach Hause, nach der Arbeit. Ich hatte es einigermaßen eilig. Meine Frau hatte für mich etwas Leckeres zu essen gemacht und meine Kinder warteten am Abendtisch auf mich. Das Wetter war wirklich fabulös. Die Sonne schien, die Kinder waren gut drauf. Es war kurz vor Weihnachten, 2.12. Nikolaus war nicht mehr weit weg. So fuhr ich nun also die Kyalami Road entlang. Und auf einmal sah ich in meinem linken Spiegel, dass dort ein Mitfahrer ansetzte. Und er tauchte. Er tauchte mit roher Gewalt in mich rein. Er schob mich von der Strecke. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich konnte nicht gegenlenken. Ich war mit meinem BMW M2 völlig überfordert. Bei Lichtgeschwindigkeit waren wir unterwegs. Ich war gerade in den vierten Gang gegangen. Und dann passierte es. Ich war raus. Lieber guter Weihnachtsjutke, könntest du doch bitte eine Strafe aussprechen und zu Weihnachten bitte keine Geschenke verteilen? Ich sag's, wie es ist, junger Mensch da draußen. Das werden wir tun. Denn das ist causing a collision. Und das finden wir nicht schön. Denn für uns ist es sehr wichtig, dass sie da draußen auf ihre Kollegen, Mitmenschen achten auf der Straße. Es ist nicht nur für sie da. Es ist für alle da. Und wenn sie jemanden überholen, dann tauchen sie doch nicht immer rein.